Ja, ich begrüße Sie zu Algorithmen 2. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Ich war wieder in einer hochschulpolitischen Dimension, Diskussion verstrickt, wo man manchmal den Eindruck hat, dass da irgendwie die Zeit anders läuft. Weiß ich auch nicht. Wir hatten uns beim letzten Mal einen, wie ich finde, sehr spannenden Algorithmus zur Berechnung maximaler Flüsse angeschaut, nämlich den Preflow-Push-Algorithmus, der von dieser sehr grobkörnigen Berechnung vom Dinitz-Algorithmus die entgegengesetzte Richtung geht praktisch und sehr feinkörnig operiert, nämlich immer nur Fluss entlang einzelner Kanten verschiebt. Und damit das in einem konsistenten Art und Weise möglich ist, haben wir zwei Techniken angewendet. Einmal, wir relaxieren die Erfordernis, dass wir mit einem zu jedem Zeitpunkt mit einem zulässigen Fluss arbeiten, insofern als dass wir einen Preflow zulassen, bei dem es erlaubt ist, dass Knoten einen Exzess haben, also dass da mehr reinfließt als rausfließt. Und damit das sinnvoll ist, haben wir eine Distanzfunktion, die sowas Ähnliches ist wie eine Abschätzung der Entfernung zum Senkenknoten. Ja, wir hatten uns dann eine Analyse an, also das Beispiel hier, wir hatten uns dann eine Analyse angeschaut, die zeigt, dass für mehr oder weniger beliebige Implementierungen dieses Algorithmus, also unter sehr allgemeinen Annahmen, wir eine Laufzeit von O von n Quadrat mal m kriegen. Ich hatte dann gesagt, wenn man das ein bisschen konkretisiert, insofern, dass man sagt, dass man so eine FIFO-Regel verwendet, bei der man die aktiven Knoten in einer FIFO-Queue verwaltet, dann kriegt man eine etwas bessere Schranke für dichte Graphen von O von n hoch 3. Ich möchte Ihnen aber heute was noch Besseres zeigen, zumindest im Worst Case, nämlich Highest Level Preflow Push, wo man O von n Quadrat mal Wurzel m zeigen kann. Vielleicht zunächst mal zur Implementierung. Man kann das effizient mit einer Bucket Priority Queue implementieren, sodass dann der Overhead dafür, dass man jetzt nicht mehr so etwas Einfaches wie eine FIFO hat, sondern eine Art Priority Queue, eigentlich sehr klein ist. Das Spannende ist, wie zeige ich denn jetzt diese verbesserte Laufzeit, weil wir doch einen relativ komplexen Algorithmus haben. Aber wenn wir uns das hier angucken, gibt es schon mal einen Hinweis, dass nämlich der begrenzende Faktor hier waren diese n Quadrat mal m-Term für die nicht saturierenden Push-Operationen. Also es waren Push-Operationen, die den kompletten Exzess aus einem Knoten rausschiebt. Aber die Kante, entlang der dieser Fluss geschoben wird, wird dadurch nicht saturiert. Also die hat weiterhin Restkapazität. Das ist die im Worst Case häufigste Operation von dem Arbitrary Preflow Push. Und die müssen wir jetzt runterkriegen. Ja, und darauf werden wir uns dann entsprechend konzentrieren. Beispiel hatte ich schon vorgeführt. Wo war das? Da. Genau, also im Endeffekt müssen wir zeigen, dieses Lemma 12, dass wir höchstens O von n Quadrat mal Wurzel m nicht saturierende Push-Operationen brauchen. Ja. Wie zeigen wir das? Ja. Wir verwenden wieder so ein Potentialfunktionsargument, aber diesmal eine etwas kompliziertere Potentialfunktion. Wir definieren nämlich so ein D' von V als die Anzahl von V-dominierter Knoten. Damit meine ich die Anzahl Knoten W, die eine kleine oder gleich Level haben. Und dann wird das obskurerweise noch mit so einem Tuning-Faktor K skaliert. Wir werden später sehen, dass K gleich Wurzel M zu den besten asymptotischen Schranken führt. Aber wir werden jetzt erstmal mit irgendeinem beliebigen K arbeiten, sind die Formeln auch kürzer und am Ende ist das dann offensichtlich.
Und die Potentialfunktion Phi ist dann einfach die Summe dieser D-Strich-Werte summiert über alle aktiven Knoten. Und wir werden einen Buchstaben D-Stern brauchen. Das ist der größte Abstandswert eines aktiven Knotens. Wir definieren eine Phase als die Push-Operationen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Änderungen von D-Stern. Also die Beobachtung ist jetzt, wenn ich Highest Level mache, dann arbeite ich halt immer mit den Knoten, die diesen Wert D-Stern haben und ab und zu ändert er sich. Und während der konstant bleibt, kann ich aber bestimmte Schlüsse ziehen, wie wir später sehen werden, darüber, wie sich die Potentialfunktion ändert. Und ich kann aber auch abschätzen, wie oft er sich ändert, und aus der Gesamtsache davon ergibt sich dann eine Abschätzung für die Gesamtlaufzeit. Also ich gucke mir immer Phasen an, in denen dieser D-Sternwert konstant bleibt. Und ich unterscheide außerdem noch teure und billige Phasen. Teure Phasen sind die, bei denen ich mehr als K-Push-Operationen habe, und billige waren halt welche mit kleiner gleich. Gibt es Fragen zu diesen Definitionen? Ja? Also das ist natürlich so, auf solche Definitionen zu kommen, das ist dann der kreative Teil einer Algorithmenanalyse. Die kommt man dann wahrscheinlich auch eher über irgendwelche Umwege. Manchmal probiert man vielleicht auch ein bisschen rum und fragt sich, was kann ich denn zeigen? Was ist die Art Fortschritt, die ich mache? Und versucht das dann zu kodieren in so einer Funktion. Ja? Das erwarte ich aber jetzt nicht von Ihnen als Übungsaufgabe oder so, sondern ich möchte einfach mal demonstrieren, wie fortgeschrittene Algorithmenanalysen aussehen können. Ja? So, der Beweis setzt sich jetzt aus einer relativ kleinen Zahl von Behauptungen zusammen, die wir halt separat zeigen, die in sich vielleicht auch wieder teilweise ein bisschen obskur sind. Wie kommt man da drauf? Aber keine davon ist jetzt wirklich schwierig. Ja? Also wir müssen uns einfach jetzt nur da durchhangeln. Und so ein bisschen ist es auch ähnlich wie das, was wir bei der Arbitrary Preflow-Push-Analyse schon gemacht haben, dass wir halt so verschiedene Ereignisse abschätzen müssen, wie oft das passiert. Ja. Also insbesondere hatten wir bereits bei der alten Analyse gezeigt, dass es höchstens zwei n-Quadrat-Relabel-Operationen gibt und höchstens n mal m saturierende Push-Operationen. Und das werden wir jetzt wieder brauchen als zusätzliche Lemmata. Genau, also die Claims sind, wir haben höchstens 4 n Quadrat mal k nicht saturierende Push-Operationen in billigen Phasen. Zweitens, Potentialfunktionswert ist immer größer gleich 0 aber kleiner gleich n Quadrat durch k. Da habe ich obvious dazu geschrieben, können Sie sich jetzt schon überlegen, aber wir gehen da gleich Stück für Stück durch. Dann eine Relabel- oder saturierende Push-Operation erhöht Phi höchstens um n durch k. Eine nicht saturierende Push-Operation erhöht Phi nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schwach, weil wir wollen eigentlich irgendwas haben, was das Phi mal senkt. Aber da kommen wir jetzt zu. Nämlich in einer teuren Phase mit k nicht saturierenden Push-Operationen, mit Q größer gleich K nicht saturierenden Push-Operationen, senken wir Phi um mindestens Q. Ja, das bedeutet im Endeffekt, dass man im Mittel pro konstanter Zeit, die man in den teuren Phasen verbringt, eben das Phi um 1 senkt. Die billigen Phasen, stellt sich heraus, ist sowieso nicht so ein großes Problem, und dann hat man das Problem gelöst. Aber jetzt gucken wir uns mal etwas genauer an, wie man daraus zusammensetzt, was wir eigentlich haben wollen. Die gesamte Erhöhung, die wir kriegen, ist hier n durch k pro Relabel und saturierender Push-Operation. Das ist dieses n durch k. Das ist die Relabel-Operation oder eine obere Schranke dafür, und das sind die saturierenden Push-Operationen.
Das ist also die Erhöhung, die wir aus Relabels und saturierenden Pushes kriegen. Und aus dem Claim 1 kommt, dass wir am Anfang vielleicht schon n Quadrat durch k haben. Und das ist sozusagen die Gesamterhöhung, die wir kriegen. Und das, was da halt passiert, was diesen Phi-Wert erhöht, muss ich irgendwie wieder senken. Und das passiert in den teuren Phasen. Ja? Genau, also wenn ich das hier ausmultipliziere, steht da das hier. Und das 5 liefert uns im Wesentlichen, dass das dann auch eine Schranke für die nicht saturierenden Push-Operationen in den teuren Phasen ist. Und dann kommen da noch die billigen Phasen dazu. Das ist das hier, der Claim 1 im Endeffekt, der kommt dann dazu. Und jetzt sieht man, warum wir da einen Trade-off haben für diesen Tuning-Parameter. Also in den teuren Phasen haben wir das hier durch k, in den billigen Phasen haben wir das hier mal k. Und jetzt wähle ich halt ein k, das diese Summe minimiert. Und asymptotisch ist das Wurzel m so ein Wert. Und damit habe ich mein Theorem gezeigt. Also das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist, dass ich diese 5 komischen Claims zeigen muss. Die werde ich jetzt nacheinander durchgehen. Also ich behaupte, ich habe 4n² mal k nicht saturierende Push-Operationen in den billigen Phasen. Dafür müssen wir im Wesentlichen zeigen, dass wir höchstens 4n² Phasen haben. Weil eine billige Phase ja nach Definition höchstens k nicht saturierende Push-Operationen enthält. Ne? Was war nochmal eine Phase? Naja, das war die Operationen zwischen zwei Veränderungen von D-Stern, also dem höchsten Level eines aktiven Knotens. Also wie oft kann sich der ändern? Naja, und die Beobachtung ist eigentlich ganz einfach. Der ändert sich höchstens, wenn wir eine Relabel-Operation machen. Aber wir haben bereits gesehen, dass es das war das Lemma 7, das war einfach die Anzahl Relabel-Operationen ist halt 2n². Ja. Ach so, genau, der D-Sternwert erhöht sich nur, wenn ich ein Relabel mache. Also habe ich 2n² Erhöhungen von dem D-Stern und dann kann es aber auch nicht mehr Senkungen geben, weil sonst würde der D-Sternwert irgendwie auf einen negativen Wert gehen. Also insgesamt 4n² Veränderungen von D-Stern als obere Schranke. Ja? Und den Rest liefert uns die Definition einer billigen Phase. Frage zu Claim 1. Oder vielleicht hier nochmal Frage dazu, wie man aus diesen 5 Claims die Anzahl saturierender Pushes ableitet. Ja, okay. Claim 2 habe ich geschrieben, das ist obvious, aber überlegen wir es uns mal. Warum ist das größer gleich 0? Kann mir das jemand sagen? Warum ist die Potentialfunktion größer gleich 0? Ja. Ja. Weil es eine Größe einer Menge ist. Ne? Wir summieren über Größen einer Menge. Ja. Warum ist es kleiner gleich n Quadrat durch k. Kann mir das auch jemand sagen? Wie groß kann eine Knotenmenge maximal werden in einem Graphen mit n Knoten und m Kanten? N. Ja, also das steht da, dass d' kann höchstens n werden und es können höchstens alle Knoten aktiv werden. Dann hat man n mal n, das ist n Quadrat. Aber ich teile das Ganze ja durch k, also steht da n Quadrat durch k. Ja, also das ist einfach. Was war der dritte Claim? Eine Relabel-Operation oder ein saturierender Push erhöht Phi höchstens um n durch k. Ja, jetzt nehmen wir erstmal den Relabeled-Fall. Also wir sagen, ein Knoten V wird relabeled. Dann erhöht sich sein D-Wert
Und das kann natürlich die Anzahl Knoten, die er dominiert, erhöhen. Und jetzt ist wieder trivial eigentlich, schlimmstenfalls zum n Knoten. Aber ich skaliere wieder durch k, also n durch k. Ja? Und nirgendwo sonst ändert sich was an den d-Strichwerten. Insbesondere da das d von v ja erhöht wird, kommt er in den anderen, fällt er aus anderen d-Strichs höchstens raus, aber kann nie da reinkommen. Bei einer saturierenden Push-Operation ist es so, verändert sich der Level des Knoten ja nicht und der bleibt auch aktiv, aber es kann sein, dass der Zielknoten des Pushs aktiviert wird. Und da ist wieder das gleiche Spiel. Der kann bestenfalls alle anderen dominieren und dann haben wir da einen Wert von n durch k für diesen Knoten und an allen anderen ändert sich nichts. So. Genau, das habe ich eigentlich gesagt. Fragen zu Claim 3? Was war Claim 4? Ein nicht saturierender Push erhöht Phi nicht. Woran liegt das? Ein nicht saturierender Push deaktiviert einen Knoten. Ja? Das könnte zu einer Verringerung des Potenzials sogar führen, weil aus der Summe sozusagen ein Knoten rausfällt. Das ist nicht ganz gesagt, weil der kann ja den Zielknoten des Push aktivieren, aber da das ein Downward-Push ist, kann der Zielknoten niemals mehr Knoten dominieren als der Quellknoten dieses Push. Ja? Deshalb kann das nicht erhöhen. Fragen dazu? Und Nummer 5? Ist vielleicht der wichtigste Claim. Also wir müssen jetzt zeigen, eine teure Phase mit Q, nicht saturierenden Push-Operationen, verringert Phi um mindestens Q. Und hier können wir jetzt ausnutzen, dass sich während der Phase D-Stern ja nicht ändert. Ein nicht saturierender Push verringert die Anzahl aktiver Knoten, und zwar, das sind eben alles aktive Knoten mit dem Level D'. Also da fällt immer einer aus dem aus diesem höchsten Level raus. Und wenn wir jetzt Q-Stück dieser Operationen haben, fallen halt Q-Knoten aus dem Level raus. Ja? Und jetzt ist es wichtig zu sehen, dass wir dieses D', wo ist die Definition von dem D', die hole ich nochmal. Die ist definiert als die Anzahl Knoten mit einem Level kleiner gleich. Und dafür ist es auch nicht wichtig, ob diese Knoten W aktiv sind oder nicht. Ja, das ist hier ganz wichtig. Das bedeutet nämlich, die ganzen Knoten in dem Level, die dominieren sich gegenseitig. Die zähle ich alle mit. Und jetzt schmeiße ich da immer welche raus, dass ich deren Mengengröße nicht mehr mitzähle. Aber in den anderen Summen taucht sie immer mit auf. Ja, das bedeutet, jedes Mal fliegt ein Zähler raus, der mindestens so groß ist wie die Größe dieses Levels am Anfang der Phase. Ja, und das ist mindestens Q. Und deshalb verringert sich das Ganze um eigentlich um Q². Ne? Genau, jeder nicht saturierende Push verringert die Anzahl aktiver Knoten. Aber das wird jetzt einfach ganz grob abgeschätzt. Ne? Also ich habe Q dieser Operationen. Eigentlich verändert sich es um Q². Das ist aber größer gleich K². Und dann teile ich es nochmal durch K und dann steht da K. Ja? Das ist größer gleich Q². Das schätze ich ab durch Q mal K. Das teile ich durch K und dann ist es größer gleich Q. So. Genau, wenn ich das jetzt pro nicht saturierenden Push mache, ist das dann sozusagen einer pro nicht saturierenden Push. So, und damit habe ich alle Claims gezeigt, das Lemma ist gezeigt und damit ist auch die Laufzeit von dem Highest Level Preflow Push gezeigt. War da jetzt noch was? Ich habe das jetzt nur noch mal zusammengestellt.
Damit sind wir fertig. Gibt es da noch Fragen dazu? Habe ich irgendwas übersehen? Nicht der Fall. Genau, es gibt noch ein paar andere Auswahlregeln, zum Beispiel Modified FIFO. Das ist dann eigentlich keine FIFO, sondern eine DEC, eine Double-Ended Queue, wo man sagt, wenn ich eine Relabel-Operation auf dem Knoten mache, dann tue ich sozusagen am Anfang, also der wird immer wieder angeschaut, während wenn ich durch einen Push einen anderen Knoten aktiviere, dann kommt der ans Ende. Das habe ich jetzt nur eingeführt, weil ich jetzt mal ein bisschen was über experimentelle Ergebnisse berichten möchte. Und das habe ich aus dem Lederbuch gemacht. Und da wird halt diese Auswahlregel auch untersucht. Und die ist tatsächlich auch ein bisschen besser als FIFO. Und wir werden sehen, dass das der Vergleich MFIFO, Highest Level, ein bisschen komplexer ist. Was ich aber auch ganz interessant finde. Dann ist es ganz wichtig, die Algorithmen, so wie wir sie jetzt vorgestellt haben, die sind eigentlich nicht besonders gut. Das muss man sich klar machen. Es gibt einen ganzen Sack voll heuristischer Optimierungen und einige davon muss man einfach einbauen, um zu vernünftiger Leistung zu kommen für praktische Instanzen. Das kann man sich zum Beispiel überlegen. Nehmen wir mal an, wir haben einen trivialen Graphen, einen Pfad der Länge n-1 mit Kantenkapazitäten 1. Ja? Da würde der Ford-Falkerson-Algorithmus lineare Zeit brauchen. Alle Algorithmen, die wir bisher gesehen haben für Push-Relabel, brauchen mindestens quadratische Zeit auf diesem trivialen Graphen. Einfach weil diese Relabel-Operationen, die immer nur einzeln hochzählen, kann man sich überlegen, dass die erst funktionieren, wenn ich dann mühsam in quadratischer Zeit so eine schräge Ebene gebaut habe, die wirklich das zum Ziel führt, die Daten. Ja? Das kann man aber relativ leicht umgehen mit einer ganz einfachen Heuristik, wo man einfach, die nennt man Aggressive Local Relabeling, dass man statt so einem Relabel, das wirklich den Wert nur um 1 erhöht, sich überlegt, das ist eine Active Node. Durch ein Relabel bleibt er auch aktiv. Also kann ich den immer wieder relabeln, solange es keine Eligible Edges gibt, die da rausgehen. Dann kann man sich überlegen, was ist das dann? Der Wert, den ich dann am Ende kriege, das ist einfach 1 plus der kleinste Level eines in GF Inzidenten Kante zu V. Ja? Das heißt, ich muss nur durch die inzidenten Kanten iterieren, mir den kleinsten Level merken und dazu 1 addieren. Und dann habe ich in bestimmten wichtigen Fällen ganz viele Relabel-Operationen in der Laufzeit gemacht, die einfach nur proportional zum Ausgangsgrad des Knotens sind. Und für unseren Pfad dann in konstanter Zeit. Ja? Also hier ist ein Beispiel. Hier ist ein Knoten auf Level 5 mit Exzess 15. Der würde vielleicht sogar noch weitergehen und nicht nur Relabels machen, sondern auch so ein Exhaust. Ja? Also der iteriert einmal durch seine inzidenten Kanten, sagt dann, das ist ein Downward Edge, schön, da kann ich Fluss 7 entlang routen, dann bleibt Exzess 8. Dann gucke ich mir den an, das ist auch ein Downward Edge 3 raus, dann bleibt Exzess 5. Und jetzt hier, der geht nicht, merke ich mir, Level 8, dann müsste ich 9 werden, gucke ich mir den noch an, Level 7, das ist kleiner, das ist das Minimum, dann muss ich 7 plus 1 gleich 8 für meinen Level machen und dann hat er sozusagen mit einmal Inspizieren aller inzidenten Kanten mehrere Push-Operationen gemacht und mehrere Relabel-Operationen. Und insbesondere ist er dann hier direkt von 5 auf 8 gesprungen. Fragen dazu? Genau. Dann gibt es etwas, was noch viel mächtiger ist. Global Relabeling. Das macht man vor allem einmal ganz am Anfang. Man macht nämlich eine rückwärtsbreiten Suche vom Zielknoten
und berechnet dann exakte Levels. Wir hatten ja gesagt, das soll eine Approximation des Abstands zu t sein. Und jetzt ist es halt in dem Moment am Anfang zumindest keine Approximation, sondern der exakte Wert. Ja? Und das ist auch, kann man sich leicht überlegen, zulässig. Man könnte da auch eine Folge von Relabel-Operationen durchführen, die das zeigen, dass das irgendwie nur eine bestimmte spezielle Implementierung des arbitrary Preflow-Push-Algorithmus ist. Aber es geht halt in linearer Zeit und man hat danach viel mehr Informationen darüber, in welche Richtung die Flüsse eigentlich geroutet werden sollen. Ja? Dann gibt es eine Spezialbehandlung von Knoten mit einem Level größer gleich n. Es ist nämlich so, wenn ein Knoten ein Level größer gleich n hat, dann gilt das gleiche Argument, wie wo wir gesagt haben, naja, das ist dieser Level n des Quellknoten, von da kann man niemals wieder Flow zum Ziel routen. Das heißt, das Einzige, was mit den Knoten noch passiert, ist, dass deren Exzess irgendwann zurück zur Senke geroutet wird. Und das verschiebt man bis ganz ans Ende sozusagen. Und wir hatten ja gezeigt, dass es das Fluss, den man Exzess, den man einmal irgendwo hingeroutet hat, den kann man auch direkt wieder zurückrouten. Das heißt, das kann ich auch in linearer Zeit erledigen. Das heißt, alle Levels größer gleich n wird man in der Praxis gar nicht anfassen. Ja? Dann gibt es noch eine sogenannte Gap-Heuristik, die im Prinzip diese Beobachtung auch nochmal generalisiert. Wenn es irgendeinen Level gibt, der leer ist, also einen Distanzwert, der überhaupt nicht vergeben ist, dann ist von den Knoten mit einem Level größer i es auch nicht mehr möglich, Fluss zur Senke zu routen. Das kann man relativ leicht zeigen. Und dann kann man sozusagen die auch dieser Spezialbehandlung unterziehen und nur noch die kleineren Levels sich anschauen. Das ist eine Heuristik, wo wir in den Experimenten sehen werden, dass die sehr selten was bringt. Aber bei einigen Instanzfamilien bringt sie halt dann doch was und sie ist relativ billig. Ja? Bei dem Global Relabeling ist es jetzt so, das macht man einmal am Anfang und dann hat man so einen Trade-off. Man könnte natürlich sagen, naja, irgendwie sorge ich dafür, dass ich immer die exakten Abstände habe, aber das wäre sehr teuer. Und was man deshalb macht, ist, dass man so ein Amortisierungsargument wieder bringt. Man sagt sich, naja, also es dauert Zeit O von M, diese Labels zu berechnen. Also zähle ich irgendwie mit, wie viele andere Operationen ich gemacht habe, vermutlich Push- und Relabel-Operationen. Und immer wenn dieser Zähler größer einer Konstante mal M ist, werfe ich das Global Relabeling an. Und diese Konstante ist dann irgendein Tuning-Faktor, der aber nicht so empfindlich ist. Ja, also das machen die meisten erfolgreichen Implementierungen von Maximum Flow auch noch. Ich berichte jetzt über die Experimente aus dem Buch von Melon und Neher. Die haben sich drei Instanzfamilien angeschaut. Das eine sind sowas wie Zufallsgraphen. Zwei n plus m Edges. Ach so, genau, also da gibt es n Knoten, einen speziellen Quell- und Zielknoten. Die Quelle ist mit allen anderen Knoten verbunden, die anderen Knoten alle mit der Senke. Und dann gibt es noch, das sind diese zwei n Knoten. Und dann gibt es noch m zufällig gewählte Kanten. Ich weiß jetzt gerade nicht, was die für Kapazitäten haben. Das ist entweder Unit oder Random, denke ich. Ja, dann gibt es zwei Graphfamilien von Cherkassky und Goldberg und eine von Ahuja, Magnanti und Orlin. Und das sind so Dinger, die man im Endeffekt sich überlegt hat, um einfachen Algorithmen das Leben schwer zu machen, sage ich mal. Ja? Wo es dann nicht so offensichtlich ist, wo man augmentierende Pfade suchen sollte oder wo vielleicht auch FIFO, Preflow, Push nicht gut funktioniert oder sowas. Das sind keine realistischen Instanzen, das muss man jetzt dazu sagen. Da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. So, ich werde jetzt erstmal eine Serie von Folien, wo für
relativ kleine Instanzen, dass sich angeguckt wird. Also hier Zufallsgraphen mit m gleich 3n Kanten. Und jetzt haben wir hier eine Vielzahl von Varianten. Also in den Spalten steht die Auswahlregel. Das hier ist FIFO, Highest Level und dann dieses Modified FIFO. Also wenn ich eine Algorithm Engineering Qualifikationsarbeit vergeben würde, ich würde, glaube ich, darum bitten, das ein bisschen anders darzustellen. Aber so ist es halt jetzt da in dem Buch. Und dann hier sind diese ganzen Heuristiken drin. Basic ist sozusagen nichts Zusätzliches. LN ist Spezialbehandlung von Knoten, die das Ziel nicht mehr erreichen können. Local Relabeling Heuristik ist LRH. GRH ist Global Relabeling Heuristik. GAP ist diese GAP-Heuristik. Und LEDA ist dann die Implementierung, die in dieser Library of Efficient Data Types und Algorithms drin ist, wo sie dann im Wesentlichen einen Highest-Level-Algorithmus haben mit all diesen Tricks und noch einem Ding, das sie nicht verraten. Wahrscheinlich, um sich so einen gewissen Competitive Edge da nicht zu vergeben. Wir werden aber sehen, dass dieser Edge gar nicht so riesig ist. Ja? Und die zwei Zeilen untereinander sind dann die 1000 Knoten und 2000 Knoten. Und ich habe jetzt immer fett rot gefärbt die kürzeste Ausführungszeit. Das ist jetzt für die kleinen Graphen, aber das ist analog auch für die größeren, wie wir hier jeweils sehen. Und da sehen wir, naja, also da ist diese Modified FIFO die beste. Man braucht Global Relabeling und da ist ein großer Sprung. Ne? Also Basic, LN, Local Relabeling, das bringt alles Verbesserungen, aber nicht viel oder das ist sogar eine Verschlechterung. Aber dann hier so Peng geht es plötzlich um zwei Größenordnungen die Laufzeit runter. Also Global Relabeling ist wirklich ganz, ganz wichtig. Frage? Additiv. Also da kommt immer eine Heuristik dazu. Genau. Ja, das wäre überraschend, wenn dann zwei komplett verschiedene Heuristiken zum gleichen Ergebnis führen. Das ist eher so, Gap bringt nichts. Ne? Auch bei den... hier bei Highest Level bringt Gap durchaus was. Ne? Also da habe ich durch Gap eine deutliche Verbesserung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass... Also das wäre jetzt meine Hypothese tatsächlich, dass Gap irgendwie mit dem Highest Level was zu tun hat. Weil da mache ich oben Dinge und dann könnten unten was ausgedünnt werden, während das bei FIFO wahrscheinlich einfach gar nicht passiert, dass diese Gaps auftreten. Genau, und bei FIFO bringt Gap auch nichts, aber bei Highest Level bringt es was. Schon mal interessant zu sehen. Ja. Dann dieser Cherkassky-Goldberg-Instanzenfamilie 1. Da ist LEDA am besten, aber es ist kein... Also Highest Level mit LEDA, aber es ist keine deutliche Verbesserung gegenüber FIFO oder Modified FIFO. Ne? Das sind so 10%. Hier bringt Gap sogar eine Verlangsamung, eine kleine. Einfach weil das überhaupt mitzuhalten, ob da ein Gap ist, kostet was und das ist scheinbar nie anwendbar. Und das gilt hier auch für, in diesem Fall auch für die Highest Level. Aber die anderen bringen auch nichts. Also nur das Global Relabeling hat wieder ein bis zwei Größenordnungen Beschleunigung gebracht. Interessanterweise hier bei dem großen Graphen, der verhält sich ganz anders als der kleine. Ja, aber wir bleiben jetzt mal bei dem kleinen. Bei dem CG2 ist es wieder so, dass LEDA am besten ist. Aber auch der Modified FIFO ist jetzt nicht... Nee, das ist Quatsch. Genau, also das ist der einzige, wo LEDA mit Abstand am besten ist und wo außerdem der Highest Level mit Abstand besser ist als die anderen Algorithmen. Ja? Gap bringt nichts oder wenig. Ja, also dieses Cherkassky-Goldberg 2 ist scheinbar ein Algorithmus, eine Instanzfamilie, die schlecht ist für die FIFO-Regel und wo Highest Level dann wirklich was bringt.
Weil die Frage, die man sich dann immer stellen muss, sind die Instanzen, die man in der Praxis hat, haben die auch die Eigenschaft? Und das ist dann kompliziert. Und das ist jetzt von Ahuja Magnanti Orlin. Da sind jetzt die besten Laufzeiten irgendwie weit gestreut über alle Auswahlheuristiken, wobei halt die Highest Level nur mit der Obskuchen-Leder-Optimierung was bringt. Und, oh Moment, hier ist es tatsächlich so, dass Global Relabeling hier was kostet. Da habe ich mich vertan. War das das Beste? Das ist interessant, ne? Also, das ist der einzige Fall, wo das Global Relabeling nichts bringt. Aber ja, überraschend. Könnte auch ein Übertragungsfehler sein, frage ich mich gerade. Weil das dann doch so überraschend ist. Genau, das ist auch sowas. Wenn Sie Experimente machen, dann sollten Sie sich überlegen, verstehe ich Daten? Und wenn Sie welche nicht verstehen, das ist wichtig, dass Sie dann nachprüfen. Haben Sie da Daten falsch übertragen oder sind Sie vielleicht sogar einer großen Entdeckung auf der Spur, ja? Also da muss man dann genau hingucken. Und im allerschlimmsten Fall, wenn Sie das nicht machen, bezichtigt man Sie dann hinterher der Datenfälschung, auch wenn es nur ein Versehen war. Aber zum Glück in einer Vorlesung muss ich mich da wahrscheinlich nicht so hart prüfen lassen. Und wir sehen halt, es sind sehr stark unterschiedliche Laufzeiten. Also das ist so ein Maximum Flow ist so ein bisschen kitzliges Problem, was Laufzeiten angeht, ne? Weil es eben sehr instanzabhängig ist. Dann haben die hier mal etwas größere Instanzen noch angeschaut mit bis zu 20.000 Knoten. Und jetzt wieder über diese vier Instanzfamilien. Ich habe hier wieder die Regeln. FIFO heißt Label Modified FIFO und hier Global Relabeling Gap. Und ich habe mir jetzt nur die mit allen Heuristiken eingeschaltet angeschaut und die größte Instanz jeweils. Und da sehen wir, dass für Random ist es halt dieser Modified FIFO, allerdings mit geringem Abstand über die anderen. Für CG1 ist es die Leda-Implementierung von Highest Level. Für CG2 ist es wieder Highest Level. Und jetzt mit deutlichem Abstand, ne, da haben die. Also mit einem kleinen Abstand gegenüber der, ich sag mal, disclosed highest level, aber die anderen sind zwei Größenordnungen langsamer. Also das ist wieder ein interessantes Zeichen, dass da bei CG2 interessante Dinge passieren. Und bei Ahuja Magnanti Orlin passiert eigentlich überhaupt nichts Spannendes. Die sind irgendwie alle gleich gut. Fragen zu den Messungen? Gut. Ein neueres Ergebnis, das ich jetzt doch mal nennen wollte, ist, wenn man sich diese Algorithmen auf realistischen Instanzen anschaut, dann kann man wieder fragen, was sind realistische Instanzen? Das kommt auf die Anwendung an. Aber wir haben das gesehen für Bildverarbeitungsinstanzen, wir brauchen es für Graphpartitionierung. Da war das eigentlich immer so, dass die Highest-Level-Regel schlechter ist als FIFO. Und was noch spannender ist, dass es andere Algorithmen gibt, die nochmal viel schneller sind, die dann gar keine so guten Worst-Case-Schranken haben, die sind vergleichbar mit DINITZ. Und deshalb wollte ich da mal den Titel von diesem relativ neuen Papier nennen, das das macht. Faster and More Dynamic Maximum Flow by Incremental Breadth First Search. Das klingt harmlos. Der Algorithmus ist aber relativ kompliziert. Insbesondere verallgemeinert der diese Idee der Preflows nochmal zusätzlich zu sogenannten Pseudoflows. Da ist es jetzt auch erlaubt, dass Knoten ein Defizit haben, also dass da mehr rausfließt als rein. Und dann wird das Ganze viel symmetrischer. Da werden Abstände auch zur Quelle und zur Senke verwaltet. Es ist für mich als Nicht-Experten ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da genau passiert. Aber offenbar ist das für realistische Instanzen deutlich schneller als Preflow-Push, was ganz spannend ist. Und da ist dann sicherlich auch ein interessantes offenes Problem fürs Algorithm Engineering, wie man Lücken zwischen Theorie und Praxis schließt. Kann man da irgendwie vielleicht eine Variante von dem Algorithmus zum Beispiel herleiten, die beweisbar besser ist als das? Zum Beispiel so gut wie Highest Level Preflow-Push. Ja? Meine Vermutung wäre ja, aber
Wahrscheinlich ist es nicht genau der Algorithmus, den die da implementiert haben, und das ist sicherlich ein schwieriges Problem. So, dann sind wir am Ende des Kapitels zu Flows und Matchings angekommen. Die nochmal zusammenfassen. Es ist eine natürliche Verallgemeinerung von kürzesten Wegen. Wir gehen von einem Pfad zu vielen Pfaden. Deshalb auch ein logischer nächster Schritt in so einer Vorlesung. Es gibt viele Anwendungen und es ist so eines der, ich sag mal, allgemeinsten Graphenprobleme, die man noch mit kombinatorischen Algorithmen in Polynomialzeit lösen kann. Also es gibt noch mal ein paar Verallgemeinerungen davon, dann auch mit Min-Cost-Flows, Multi-Commodity-Flows etc., die aber alle wieder ähnliche Techniken verwenden, sodass sie da schon einen großen Schritt in die Richtung gemacht haben, dieses Zwischenreich zwischen, ich sag mal, trivialen Problemen wie kürzeste Wege und NP-Harten-Problemen sich anzueignen. Es liefert schöne Beispiele für nicht-triviale Algorithmenanalyse, insbesondere die Potentialmethode, die Sie nicht verwechseln sollten mit Knotenpotenzialen, die wir ja auch kennengelernt haben. Wir haben ein schönes Beispiel für Algorithm Engineering, wo wir sehen, praktische Instanzen verhalten sich nicht wie Worst-Case-Instanzen. Heuristiken, Details, Eingabeeigenschaften sind wichtig. Und wir haben wieder Beispiele für Datenstrukturen gesehen, Bucket-Queues, geschickte Graphrepräsentationen und zumindest erwähnt diese Dynamic Tree Data Structure, mit denen ich in logarithmischer Zeit entlang langer Pfade Augmentierungen durchführen kann. Weitere Fragen zum Flow-Kapitel? Damit sind wir dann auch am Ende unseres großen Teils über Graphenalgorithmen und werden dann nächste Woche mit randomisierten Algorithmen weitermachen. Und der Sebastian macht jetzt mit der Übung weiter.